Lena träumt, was die Zukunft ihr bringt. Von der Freiheit im Wind, von der Sonne am Meer. Von dem Paradies, das sie liebt, das sie niemals hergibt. Und sie freut sich so sehr auf das, was Lena heute noch erleben wird mit ihrem wilden Pferd. Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Na lauf, Sila! Oh, langsam, mein Hübscher. Oh. Was denken Sie? Haben wir das Niveau? Das habt ihr auf jeden Fall. Ihr seid beide ausgezeichnete Reiter. Danke. Das Einschätzen der Reiterqualität ist aber nur der erste Teil der Reitführerprüfung. Jetzt müssen wir noch sehen, wie ihr euch beim praktischen Einsatz verhaltet. Schon klar, Monsieur. Und wir haben für die Prüfungstour eine Gruppe von Leuten gefunden, die sich gerne von uns führen lassen werden. Und die Route haben wir gut studiert. Eure Idee, geführte Reittouren zu organisieren, ist fabelhaft. Es ist aber auch eine große Verantwortung und ihr seid etwas jung. Wir werden bei allem sehr gewissenhaft sein. Wissen Sie, diese Reittouren bedeuten uns sehr viel. Wir sind jung, aber super motiviert. Eins ist klar, ich werde nicht das Geringste durchgehen lassen. So, wir sehen uns morgen an der ersten Markierung und seid auf jeden Fall pünktlich, verstanden? Das wird nicht leicht. Aber wir müssen es schaffen. Wir brauchen das Geld, das wir mit den Reittouren verdienen werden, sonst können wir unsere Pferde und die Ranch nicht länger versorgen. Die Pferde, die uns die Nachbarn für die Tour geborgt haben, sind zu schön. Sie sind aber auch ein bisschen dickköpfig. Vor allem das hier. Wird's gehen, Blondie? Alles im Griff, Blackie. Mach dir keine Sorgen. Und wie ist es gelaufen? Sagt schon, wie war's? Gut. Nur es geht noch weiter. Morgen kommt der Ausritt und wir haben ein Problem. Der Prüfer hat uns nochmal darauf hingewiesen, dass er uns als Reitführer für zu jung hält. Wir müssen uns als Profis beweisen. Wart's einfach ab. Mit den zwei Burschen, die ich als Ergänzung für die Gruppe gefunden habe, kriegt ihr das schon hin. Oh, nicht doch! Hey, halt! Bleib stehen, Karamell! Für die dritte Markierung sollten wir lieber den Mückenpfad nehmen. Das ist länger, aber viel leichter. Du hast recht. Wenn wir es schaffen wollen, müssen wir es schön locker angehen. Hauptsache, wir kommen wohlbehalten wieder an. Herschauen. Na, cool, oder? Echt klasse. Aber denkst du, dass deine Kumpels dich so erkennen werden? Na, Logo. Wir waren Freunde in der Grundschule. Wir kennen uns schon ewig. Du wirst sehen. Sie werden dir gefallen. Oh. Und? Siehst du sie? Gehen wir zum Bahnsteig. Und? Sind deine Freunde hier? Nein. Entschuldige, Süße. Kennst du zufällig diesen Schönling hier? Sieh mal an, das ist ja Nico. Na also. Hallo, Männer. Nico! El Chico! Schlag ein! Hab dich umarmt. Also, das sind Anna, Lena und Angelo. Meine Kumpel Stevie und Jonathan. Hallo Jungs, willkommen. Nico hat uns schon viel von seinen alten Freunden erzählt. Hallo Lena, nenn mich Joe. Hallo Joe. Nico hat uns vorgeschwärmt, was für gute Reiter ihr seid. Ja, allerdings. Und du, Cowboy, hä? Wo steht deine Herde? Überall, darum seid ihr hier. Ihr sollt sie zusammentreiben. Du bist witzig. Gut geschossen, Cowboy. Und? Seid ihr bereit für eine Reittour mit uns angehenden Tourbegleitern? Na klar, wir sind doch immer bereit. Angriff auf zur Ranch! Ja! Du meine Güte, die Burschen müssen wir erstmal in den Griff kriegen. Entspann dich, Angelo, es wird alles gut gehen. Bitte sehr, das ist unsere Ranch.
Nun, sie ist nicht besonders groß, ein bisschen rustikal, aber... Hey, voll klasse. Sieh mal die Pferde. Wow, richtig echte Pferde. Super Sache. Hammermäßig. Langsam, sie kennen euch noch nicht. Keine Sorge, alles im Griff. Psst, ganz ruhig. Das sind Freunde von Nico. Sie sind hier, um bei der Reittour dabei zu sein. Sie helfen uns. Sie hatte euch doch gewarnt. Hey Leute, ihr seid doch schon mal geritten, oder? Ja, natürlich. Genau wie Nico gesagt hat, wir waren schon oft auf Ponys. Ja, in der Grundschulzeit. Was? Ist das ein Witz auf Ponys? Dann können wir euch auf die Tour nicht mitnehmen. Warte, Angelo, ihr habt euch so hart vorbereitet auf diesen Test und jetzt willst du einfach so aufgeben? Anna hat absolut recht. Lass uns erst mal sehen, wie sie mit den Pferden zurechtkommen. Na gut, aber ihr werdet auf uns hören, versprochen? Jawohl, Madame. Zunächst mal gibt es bei Pferden einige Regeln zu beachten. Pferd und Reiter müssen sich kennenlernen. Man lässt es langsam angehen. Ihr lasst sie sich an eure Anwesenheit gewöhnen. Keine schnellen Bewegungen. Und vor allem nie überraschend aufsteigen. Jetzt ihr. Habt ihr das Gefühl, sie sind nervös, dann nicht mehr bewegen. Aber redet weiter mit ihnen. Hallo, Pferdchen. Wir sind's, die Stadtmenschen. Wir wollen euch nichts Böses. Wir sind nur ein bisschen aufgeregt. Verzeiht das bitte. Was meint ihr? Alles cool für euch? Jonathan und Stevie, darf ich vorstellen? Cheyenne und Cassidy. Wow, die sind wunderschön. Ja, absolut. Besonders meiner. Sieht hammermäßig aus. Das ist ja viel höher als auf einem Pony. Du bist inzwischen auch gewachsen. Bleibt schön konzentriert. Man sieht gleich, dass ihr echte Profis seid. Vorbildliche Haltung, Jungs. Im Ernst, Jungs. Ihr seid einfach zu schlecht. Wir werden nie mit euch ausreiten können. Bleibt lieber im Ponyclub. Er will euch ärgern. Euer Stil ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber ihr beherrscht die Grundlagen. Für den Ausritt wird's reichen. Im Ernst? Im Ernst. Für Anfänger kommt ihr ganz gut zurecht. Das liegt bloß an unseren umwerfenden Lehrern. Entspann dich, Nico. Es wird alles klappen. Also gut, die Tour wird folgendermaßen ablaufen. Die Route wurde von uns festgelegt, an drei Markierungen entlang. Es gibt eine Pflichtstrecke und wir müssen ein Mindesttempo einhalten. Die erste Markierung müssen wir morgen früh spätestens um 9 erreicht haben. Sie befindet sich am Waldrand. Für die zweite reiten wir über den sogenannten Wolfsfluss und dann quer durch den Wald. Am Abend campen wir und am nächsten Morgen beginnen wir mit dem größten Brocken. Wir müssen zum Adlerpanorama hinauf und vormittag die dritte und letzte Markierung erreichen. Cool! Macht euch jedenfalls keine Sorgen. Wir gehen sachte an. Ist doch klar. Und wir versuchen euch nicht zu weit abzuhängen. Echt lustig, ihr Komiker. Kommt, wir gehen. Ja, Mami! Schlafen wollen wir aber noch nicht, Nico. Wir müssen unser Wiedersehen feiern. Die Gang der Sunny Boys ist wieder da. Na gut, bitte. Wir machen einen Rundgang durchs Dorf, aber keinen langen. Nico hat seine Mutter gestern Abend angerufen und ihr gesagt, dass er mit seinen Freunden ausgehen und dann hier schlafen will. Hier? Seht mal. Also. Na toll. Von der Natur geweckt und es erwartet euch ein Wahnsinnsausritt. Es ist noch weit. Wir sind doch gerade erst losgeritten. Aufpassen, Jungs. Zügel festhalten. Ihr sollt eure Pferde führen, nicht umgekehrt. Diese Prüfung zum Reitführer ist super wichtig für uns. Mit dem Geld für die Touren können wir unsere Ranch und die Pferde finanzieren. Schon kapiert. Tut mir leid, dass wir heute Morgen nicht ganz fit sind. Wir wollten nur ein bisschen unser Wiedersehen feiern. Und dann hatten wir es einfach bloß gut gemeint. Sie wollten auf der Ranch schlafen, um morgens die Ersten zu sein. Alles cool, Cowboy? Alles cool, Greenhorn. Also, wenn alles cool ist,
Dann kann die erste Reittour der Rancher weitergehen. Nicht sehr pünktlich. Bei einem Ausritt muss man absolut diszipliniert sein. Es ist unsere Schuld, Monsieur. Wir haben mächtig verschlafen. Es ist Wochenende. Wir haben es nicht eilig. Und genau das mögen wir doch an Reittouren. Dass man sich Zeit lassen und sich auf seine Führer verlassen kann. Und die beiden, ehrlich, die sind top professionell. Na, sei's drum. Vielen Dank, Monsieur. Und jetzt will ich sehen, ob ihr es schafft, eine bestimmte Strecke in einer vorgegebenen Zeit zu bewältigen. Wenn ihr eine Gruppe auf eine zweistündige Reittour rausführt, soll die ja nicht 4 Stunden dauern, oder? Natürlich, Monsieur. Vertrauen Sie uns. Wir treffen uns Punkt 17 Uhr an der zweiten Markierung und diesmal keine Verspätung. Hey, Nico, weißt du noch, die hübsche kleine Rothaarige? Die sah Anna total ähnlich. Hä? Wovon redest du denn? Ruhig bleiben, entspann dich. Gut so, Jungs. Sehr, sehr gut. Mach ich doch mit links. Genau wie du popelst. Schön konzentriert bleiben. Alles klar, Greenhorns? Mistviecher! Steck jemand anderen! Hey, Nico, weißt du noch, wie wir diese kleine... Jungs, nicht ablenken! Sehr gut, Jungs. Ihr macht das richtig gut. Weiter so. Und Kopf hoch. Die zweite Markierung ist nicht mehr weit. Dann bauen wir das Zelt auf und genießen den Sternenhimmel. Oh, der Hintern tut mir voll weh. Meiner erst. Ich kann es kaum erwarten, von dem Gaul runterzukommen. Mit einem kleinen Galopp wären wir schneller. Hey! Hey! Wir sehen uns an der zweiten Markierung. Bis gleich! Haltet ab! Ihr reitet nicht gut genug um! Lauf, Mistral! Schneller! Da hinten kommt gleich ein Abhang und er ist ziemlich steil. Hilfe! Ich übernehme Jonathan, du Stevie! Los, Mistral! Du schaffst es! Wir müssen Stevie einholen! Gib alles, was du kannst! Zweite Markierung. Ihr lasst Reiter, für die ihr verantwortlich seid, auf einer Strecke mit starkem Gefälle und einem Hindernis am Ende galoppieren? Es war nicht ihre Schuld. Sie haben gesagt, dass wir anhalten sollen, aber wir haben nicht auf sie gehört. Und ohne sie wären wir echt erledigt. Ich meine, Lena und Angelo haben uns voll gerettet. Wir wären sonst platt. Vielleicht. Aber die Reitführer sind dazu da, um ständig auf euch aufzupassen. Ich darf Touristen nicht von Begleitern führen lassen, die derart leichtsinnig sind. Könnt ihr euch die Risiken vorstellen? Nein, wohl nicht. Der Test ist beendet. Was? Was? Sie haben recht, Monsieur. Wir haben versagt. Uns fehlt es noch an Erfahrung. Aber sind wir dafür nicht hier? Um zu lernen, Unvorhergesehenes zu meistern? Diese Reittour ist doch ein Test. Also sollten wir auch die Risiken testen.
Wir lernen immer noch dazu und vor allem lernen wir aus unseren Fehlern. Genau. Und ich kann Ihnen versichern, mit diesen Typen hier lernen Sie jede Sekunde was. Korrekt. Gut, ich gebe euch eine letzte Chance. Wir treffen uns morgen Mittag 12 Uhr an der letzten Markierung. Und beweist mir eins, Kinder, dass ihr verantwortungsvoll seid. Auf die Beine, Jungs. Kümmert euch erst um eure Pferde. Was? Wir sind völlig alle. Nun komm schon, spielt hier nicht die Stadtmenschen. Wir kümmern uns jetzt um die Pferde und danach werden wir schön nach Pferdemist duften. Das ist das Schönste an so einer Tour. Weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf deine Tour. Vielen Dank auch, Nico. Super Wochenende. Hey Joe, was guckst du da? Das ist der letzte Boti. Der was? Battle of the Year in Breakdance. Ach, vergiss es. Sowas kennen die hier sicher nicht. Ja, da hast du recht. Wir sind Landeier. Aber zufällig können die Landeier Gitarre spielen. Wow, hammermäßig. Hey ho, jetzt sind die Chefs in der Haus. Wuhu, yo. Yeah. Yeah. Woo. Yeah. Jetzt sind wir dran. Yeah, es geht voll ab auf den Touren der Ranch. Gehst du unsere Gäste wecken, Nico? Bis zum Adlerpanorama ist es eine ganz schöne Strecke. Der Wassereimer? Nein, nicht nötig. Ich habe uns Frühstück besorgt, obwohl ich nicht sicher bin, ob man alles essen kann. Mal sehen. Also das da nicht, das auch nicht. Außer du willst das ganze Wochenende krank sein. Freunde, wir haben ein Problem. Joe ist nicht in seinem Zelt. Joe, warum haust du einfach so ab? Ich lauf zurück ins Dorf. Ich hab die Schnauze voll. Spiel hier nicht den Spaßverderber, Mann. Steig wieder auf dein Pferd. Wir müssen zur dritten Markierung. Na schön. Reitet vor. Wir treffen uns am Fuß des Adlerhügels. Hast du Angst, wieder aufzusteigen? Wolltest du dich darum gestern nicht um dein Pferd kümmern? Aber nein, so ein Blödsinn. Ich kenne keinen Reiter, der nach einem Sturz nicht Angst hatte, wieder aufzusteigen. Macht ohne mich weiter. Kommt nicht in Frage. Auf einer Reittour lässt man niemanden zurück. Du hast Cheyenne gestern ernsthaft in Gefahr gebracht und heute Morgen lässt du sie einfach so zurück? Soll ich ihr Tschüss sagen? Geht's darum? Ich finde, es wäre wichtig, dass du mit ihr redest. Sag ihr, wie es dir geht mit dem, was gestern passiert ist. Es wird euch beiden gut tun. Aha. Na gut, es tut mir leid wegen gestern. Stevie und ich haben Blödsinn gemacht und jetzt packe ich's irgendwie nicht mehr. Ich habe dich auch in Gefahr gebracht. Und heute Morgen, naja, da bin ich einfach gegangen. Ich hatte Angst, es nicht hinzukriegen und nochmal runterzufallen. Sieh mal an, du bist kein sehr nachtragendes Pferd, hm? Sie vertraut dir. Jetzt bist du dran. Wurde aber auch Zeit. Ist alles cool, Freunde. Hauptsache, wir sind wieder zusammen. Wir reiten jetzt auf die Zielgerade zu. Wir müssen nur noch auf den Mückenpfad rauf und schon sind wir am Adlerpanorama und an unserer dritten Markierung. Ihr werdet sehen, das wird locker. Gibt es denn keinen kürzeren Weg? Dann könnten wir doch die Verspätung aufholen. Es gibt noch den Adlersteig, aber der ist um einige steiler. Wir wollen einen Ausritt machen und nicht Blümchen pflücken, oder Cowboy? Na dann los, auf zum Adlersteig. Parole, die Reittouren der Ranch. Ja! Schön aufpassen, Jungs.
Es hat einen kleinen Steinrutsch gegeben. Nehmt die Zügel auf. Und versucht euch zu entspannen, selbst wenn euch nicht danach ist. Hey, nicht scheuen! Ganz ruhig, Cassidy. Vorsicht, sie werden bestimmt steigen. Wir müssen was tun, Lena. Sie schaffen das. Hört zu, ihr müsst versuchen, ruhig zu bleiben. Keine Panik. Folgt euch nach vorn. Lasst die Zügel etwas locker. Zügel locker lassen. Und haltet euch am Hals fest. Na los, Jungs, ihr seid die Chefs. Das war brenzlig. Alle Nerven wieder beisammen? Können wir weiter? Verehrte Gäste, wir präsentieren das Adlerpanorama. Wow, grandios. Verzeihen Sie, wir sind wieder zu spät, aber dafür haben wir den Adlersteig genommen. Das weiß ich. Ich habe euch beobachtet, und zwar bereits von Anfang an. Ich habe euch am Fluss gesehen, im Wald und auf dem Adlersteig. Ihr seid immer schön zusammengeblieben, seid sensibel mit euren Pferden umgegangen und mit euren Gästen. Das nenne ich verantwortungsvoll sein. Ihr habt eure Prüfung als Reitführer bestanden. Ihr habt's geschafft. Wir haben bestanden? Wir dürfen unsere Reittouren machen? Ja! Die Reittouren der Ranch! Ja! Die Reittouren der Ranch! Ja! Ich finde, wir sollten das mit einer Grillparty auf der Ranch feiern. Wer als letzter da ist, macht die Späße. Lauf, Mistral! Auf geht's! Hey, Chef! Wir sehen uns auf der Ranch! Wow! Lena trat und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer schneller. Das Glück hört auf den Namen Mistral. Wow! Lena trat und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal.